24. Spieltag in der Regionalliga. Unsere Jungs müssen gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf ran. Nach dem spektakulären Hinspiel, als RWE ein 0:3 noch in ein 3:3 drehen konnte, sollten diesmal die drei Punkte natürlich an der Hafenstraße gehalten werden. Christian Neidhardt musste wegen einer Gelbsperre auf Rios Alonso verzichten. Krasniqi rückte in die Startelf. Neuzugang Thomas Eisfeld nahm zunächst auf der Bank Platz. Der Dauerregen der letzten Stunden hatte dem Rasen mächtig zugesetzt. Ein echtes Kombinationsspiel war kaum zu denken. Und so waren Torchancen vor allem in Halbzeit 1 Mangelware. Hier mal ein Schuss auf das Tor von Davari, kein Problem für unseren Schlussmann. Auch der Wind spielte eine Rolle. Dieser hohe Ball bleibt in der Luft förmlich stehen. Man wollte nicht mit den Jungs da auf dem Platz tauschen. Die Gäste kamen anfangs etwas besser mit den Umständen zurecht. Einwurf auf rechts, dann kommt die Flanke und ein erster guter Kopfball, aber weiter 0:0. Dann der erste bittere Moment für Rot-Weiß. Sandro Plechati sah nach einem Foulspiel seine fünfte gelbe Karte und wird somit im nächsten Spiel zuschauen müssen. Etwas mehr als 30 Minuten gespielt, RWE inzwischen besser im Spiel. Harenbrock mal mit Tempo, lässt einen Düsseldorfer ins Leere laufen, hat dann das Auge für Engelmann aus Spitzenwinkel. Langhoff ist mit dem Fuß zur Stelle, der Ball aber weiterhin heiß. Harenbrock holt ihn sich zurück. Dürholz mit dem gefühlvollen Ball in die Mitte und da steht Bastians! Der erste Ball auf den Kasten der Gäste landet gleich im Netz. Felix Bastians traf ja zuletzt auch gegen den WSV und beweist hier erneut den richtigen Riecher. Mit all seiner Übersicht schiebt er den Ball artistisch ins Tor. Und dann stand wieder Luca Dürholz im Mittelpunkt, eben noch Vorlagengeber. Nach einem taktischen Foul holte er sich ebenfalls seine fünfte Gelbe ab. Auch er wird im nächsten Spiel daher fehlen. Doch vorher leitet er nochmal einen Angriff ein. Ball rausgespielt auf Young, der nimmt Plechati mit und dessen Flanke findet Bastians. Engelmann, Uccino rettet für die Fortuna auf der Linie. Mit der knappen Führung ging es in die Pause. Das Wetter beruhigte sich etwas, das Spiel sollte jedoch im zweiten Durchgang nochmal richtig Fahrt aufnehmen. RWE kam mit Schwung aus der Kabine, bei diesem Pass auf Young bleibt der Ball aber in einer Pfütze liegen, da wäre sonst mehr drin gewesen. Und klar, die Gäste mussten jetzt die Flucht nach vorne antreten. Ball rausgespielt auf Köter, den Torschützen aus dem Hinspiel. Der kann auch abschließen, der Ball dreht jedoch vom Tor weg und so bleibt es beim 1:0. Nach einem Foul in der Nähe der Eckfahne dann Freistoß für die Fortuna. Schiedsrichter Dardenne gibt den Ball frei. Dann kommt die Flanke auf den kurzen Pfosten und plötzlich steht es 1:1. Am kurzen Pfosten kann Herzenbruch nicht verhindern, dass der Ball verlängert wird. Davari kommt zu spät und Mansfeld staubt ab. Ein Tor aus dem Nichts. Wie würde RWE auf den Ausgleich reagieren? Zunächst kam es knüppeldick. Dürholz springt der Ball zu weit weg, er holt ihn sich zurück und dann kommt der Pfiff. Dardenne entscheidet auf Foul und zeigt Dürholz gelb-rot. Eine zumindest harte Entscheidung, denn Dürholz spielt auf jeden Fall auch den Ball. Es nutzte nichts, RWE fortan in Unterzahl. Mit der gelb-roten Karte bleibt es auch bei 4 gelben Karten auf dem Konto von Luca Dürholz. Neidhardt reagierte, brachte Eisfeld für Engelmann und hier ist der neue Mann bei der Ecke. Und der Ball kommt gut an den Fünfer, Herzenbruch und 2:1. Der Mann für die wichtigen Tore, ein Mentalitätsmonster. Schon gegen Aachen machte er das wichtige 2:1. Herzen bringt RWE wieder in Führung. Mit seiner Art, wie er sich in die Zweikämpfe wirft, hat er sich längst die Sympathien der Fans erarbeitet. Jetzt ist er mit dem Kopf zur Stelle. Mit der erneuten Führung im Rücken spielte es sich jetzt natürlich wieder leichter. Ball auf Young. Der zieht nach innen und versucht es dann mal von der Strafraumkante, aber der ging dann doch deutlich daneben. Dass er es besser kann, zeigt Easy Young dann in der folgenden Szene. Tief in der eigenen Hälfte schnappt er sich den Ball und macht sich auf den Weg. Lässt einen Spieler aussteigen, schüttelt seinen Verfolger ab, zieht dann Richtung 16er. Ein Haken. Noch ein Haken und dann zimmert er den Ball am kurzen Pfosten ins Tor. Das vorentscheidende 3:1. Da hält es auch Christian Neidhardt nicht mehr in seiner Coachingzone. Ein Treffer mit dem Prädikat Tor des Monats. Auf dem tiefen Boden mobilisiert Young seine letzten Kräfte, behält im 1:1 die Nerven und erzielt seinen 6. Saisontreffer. Wahnsinn!
Mit dem 3:1 so kurz vor Schluss war das Spiel natürlich entschieden, aber RWE hatte noch nicht genug. Mit ein bisschen Glück landet der Ball bei Janjic, spielt auf Eisfeld, der hat Platz und schließt ab zum 4:1. Eine Vorlage, ein eigener Treffer, ein toller Einstieg für die Last-Minute-Verpflichtung. Eisfeld sieht die Lücke in der Abwehr und lässt Langhoff keine Chance. Der Unparteiische beendete mit diesem Treffer die Begegnung. Rot-Weiß Essen erzielt 3 Treffer in Unterzahl und besiegt die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf mit 4:1. In der kommenden Woche muss RWE zum VfB Homberg und auch da gilt es, die Serie weiter auszubauen. Bis dahin, nur der RWE.